Kabe ist der Premium-Hersteller, vor allem für Caravans, mit dem wohl größten Caravan der Welt, der Tower Imperial von Kabe. Ein reines Show- und Imagefahrzeug, das nicht zum Verkauf angeboten wird. Die 4,30 Meter Höhe und 10,50 Meter Länge sind beeindruckende Maße. Doch sie verhindern eine ordentliche Straßenzulassung in Europa, außer bei dieser genehmigten Testfahrt. Der Doppelstock-Wohnwagen käme nämlich unter keiner Brücke hindurch und wäre verkehrstechnisch zu unsicher. Vorne beginnen viele Kabe-Modelle mit einer Frontküche, gefolgt von der longigen Sitzgruppe in der Mitte. Hier mit gemütlichem Ledersofa, bei denen die Ecken abgerundet wurden, für ein besseres Raumgefühl. Anschließend folgen zwei Einzelbetten und am Ende liegt das Bad. Wir aber folgen der Treppe, die in den ersten Stock führt. Wieder mit einer netten Kaffee- und Kuchensitzgruppe in der Ecke, gefolgt von einem Fernsehbereich zum Ausruhen. Dann folgt das Highlight ganz zum Schluss. Die luftige Dachterrasse mit wunderbarem Rundumblick. Für eine Dachparty eignet es sich wunderbar. Kamer demonstriert bei seinem 60. Firmenjubiläum mit diesem Schloss auf Rädern, was im Caravaning möglich und denkbar ist. Das ist auch bei aktuellen Modellen umsetzbar, wie zum Beispiel beim neuen Imperial 630 King Size mit einer Breite von 2,50 Metern. Ein großes Panoramafenster gibt es serienmäßig bei allen Frontküchenmodellen. Die Küche erstreckt sich über den gesamten Bug und bietet viel Platz zum Arbeiten und Kochen. Mit an Bord der serienmäßige Backofen. Beim Imperial kann wahlweise auch eine Mikrowelle mitbestellt werden und ein Induktionskochfeld, das den zweiflammigen Gasherd ergänzt. Im Mittelpunkt des Raums dominieren die Ledersofas mit den abgerundeten Ecken. Sie sollen das Raumgefühl verbessern. Und dahinter kommen dann getrennte Einzelbetten. Im Heck des Fahrzeugs befindet sich über die gesamte Raumbreite das Bad. Hier macht das Waschen genauso Spaß wie zu Hause, denn Platz für die Toilette und die Dusche ist genug vorhanden. Das knapp 8,50 Meter lange Fahrzeug hat eine Höhe von 2,64 Meter und wiegt netto knapp 2 Tonnen, bei einer Zuladung von 600 Kilogramm, die da noch dazukommen. Das hochwertige und winterfeste Fahrzeug kostet etwa 69.000 Euro, aber dafür besitzt man einen Kabe-Luxus-Caravan. Das ist auch was wert.